Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diesen Traumfänger gestalten könnt und was ihr dabei beachten solltet, dann bleibt jetzt dran. Herzlich willkommen in meiner Kreativmanufaktur. Ich bin's wieder, Rosanja, und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's um diesen schönen Traumfänger. Genau, also ich habe mich mega gefreut, dass ich diese Form mir zugelegt habe. Ich habe mir die schon ganz lange gewünscht. Und dann war es endlich soweit und sie kam und ich habe euch natürlich direkt mitgenommen beim Gießen. Und ja, ich habe mir lange überlegt, welche Farben ich nehme und wie ich das Ganze gestalten möchte und so weiter. Und was letztendlich daraus geworden ist und ob das alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, das seht ihr hier im Video. Was benötigst du alles, um selber einen Traumfänger herzustellen? Deine Atemschutzmaske, Nitrilhandschuhe, eine Silikonmatte zur Unterlage, Becher und Spatel zum Anrühren, dein Harzsystem, eine Waage zum Abwiegen, dann die Juice-Pigmente deiner Wahl, Juice-Glitter, und natürlich die passende Silikonform, Silikonpinsel, Pipetten und Naturperlen und Bastelfedern. Ich habe mir ein bisschen Harz angerührt und färbe jetzt zweimal unterschiedlich ein. Also einmal nehme ich hier dieses schöne Rosa. Das mache ich auch noch ein bisschen intensiver und dann mische ich noch dieses Rosa, weil ihr seht, es hat so einen Perlmuttglanz drin. Das kommt auch in mein Lila mit rein. Genau. Das sieht jetzt nur so dunkel aus, weil ich in dem Becher vorher mit Schwarz gearbeitet habe. Ihr wisst ja, ich verwende meine Sachen immer öfters und schaut mal, wie schön das glänzt. Und jetzt gehe ich quasi hier mit rein und verrühre das Lila mit diesem Perlmuttglanz. Und dann gibt es so eine richtig schöne, ja, so einen richtig schönen Perlmutton eben mit rein. So, jetzt kommt natürlich noch ein bisschen Glitzer überall mit rein. Und dann habe ich gedacht, ich versuche das mal so reinzulernen. Aber das fand ich jetzt eher, ja, nicht ganz so gut. Dann habe ich gedacht, ich verteile das jetzt mal wieder so ein bisschen. Ich habe mir nur vorgestellt, wie ätzend das werden würde, wenn ich das nachher alles schleifen muss. Also habe ich angefangen, schön sauber mit der Pipette die Farben abwechselnd reinzufüllen. So, und ihr seht auch in die zweite Form, die hier nebendran liegt, da könnt ihr dann die Federn zum Beispiel mitgießen. Die habe ich jetzt in der gleichen Farbe auch gemacht, das seht ihr auch. Ich lasse es ein bisschen schneller laufen, das hat echt lang gedauert so. Aber ich wollte einfach, dass sich die Farben so ein bisschen mischen und schöne Farbverläufe eben, das, ja, dass es auch schöne Farbverläufe eben gibt. So, Knoten in der Zunge. Ach ja, und da seht, ich mache das jetzt einfach noch so ein bisschen mit in die Federn mit rein und gieße immer noch so ein bisschen den Rest von der Pipette mit dazu. Und ja, dann verläuft das alles einfach mal jetzt ganz in Ruhe. Hier habe ich das Harz auch nicht angelieren lassen, weil ich natürlich diese Fließfähigkeit eben vom Epoxidharz ja benötige, damit das überall schön reinläuft. Das seht ihr auch jetzt schon. Und ja, ich habe das so ein bisschen immer mal wieder abgeklopft wegen dem Bläschen. Ich meine, ihr seht, ich habe kein einziges Bläschen im Harz drin, aber wenn das einmal über die Pipette dann quasi läuft, dann kann das schon sein, dass da wieder ein bisschen Luft mit reinkommt. So, jetzt habe ich angefangen, den Rand noch ein bisschen mit aufzufüllen. Ja, da war ich ein bisschen ungeduldig. Habe ich dann so ein bisschen nachgeholfen. Naja, was soll ich sagen? So ist halt geil. So. Genau, schön verteilt alles. Dann noch ein bisschen Lila mit rein, ein bisschen Rosé, Rosa, wie auch immer. Und ja, dann muss das Ganze härten, bis es richtig, richtig fest wird.
Und das heißt, ihr könnt es direkt schon gleich sehen. Also, wir haben jetzt den nächsten Tag und dann schauen wir mal. Ja, es geht prima raus. Oh, die Federn sind total schön. Ja, gefällt mir. Also, ich habe mir echt überlegt, wie ich das Ganze dann schön zusammenbauen kann und habe mir ein paar Bastelfedern besorgt. Also, ich war da bei Teddy. Genau, habe bei Teddy ein paar Bastelfedern besorgt und habe so Naturperlen. Also, das sind Steine, die quasi schon vorgebohrt sind und die nehme ich dann da dazu, weil ich wollte, dass das alles so ein bisschen, ja, klassisch nach Traumfänger eben aussieht. Und ja, ob ich das so hinbekommen habe, das dürft ihr nachher entscheiden. Ich habe gedacht, vielleicht hätte ich die auch ein bisschen näher zusammen hinhängen können, die Federn. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen weit auseinander gemacht, aber schaut am besten einfach selber. Das Ausformen, da natürlich sehr vorsichtig sein, gell, dass das dass nichts bricht. Es ist ja doch noch nicht ganz so zu 1000% ausgehärtet, aber es geht. Und na, jetzt voll. Zack. Genau. So, und dann ging das los. Oh, war das so ein Ding. Da ist so ein Faden dabei gewesen. Das sieht aus wie ein Nylonfaden, aber es ist Gummi. Das war super anstrengend. Und ihr wisst ja, also wer mich verfolgt, weiß ja, dass ich ja, eine Augenkrankheit habe und eben nicht ganz so gut sehen kann, beziehungsweise Doppelbilder sehe. Das heißt, ich habe das Ganze nach Gefühl machen müssen. Heieiei, das war eine Geschichte. Also, ich habe euch jetzt das mal auch schneller laufen lassen, weil das hat wirklich ewig, ich habe das auch nur mehrere Tage gemacht. Es war, was soll ich sagen, never ending story, echt. Also, und dadurch, dass es kein richtiger Nylonfaden ist, sondern so ein Gummifaden, war das auch wirklich schwer, das so nach Gefühl, dieses Löchle da zu finden. Also, naja, ich habe es hinbekommen. Manchmal sind die Wege ein bisschen umständlich, aber man kann das alles schaffen. Und ja, vielleicht habt ihr einen guten Tipp, fällt mir jetzt gerade so ein, wie man sowas viel einfacher auffädeln kann. Ja, also es gibt ja viele tolle Künstlerinnen und Künstler da draußen, die schöne Perlenketten machen und sowas alles. Vielleicht können die das mir besser erklären oder sagen, einen guten Tipp. Genau, also und jetzt kommen die Federn. Die habe ich dann damit rangebunden. Und das Ganze habe ich jetzt viermal gemacht. Und wie das jetzt nachher aussieht und ob das wirklich so gut geworden ist, seht ihr gleich. Ich habe ein tolles Bild für euch. Also diese Form habe ich nicht das letzte Mal gegossen. Ich werde da bestimmt noch ganz viele machen. Ich glaube, ich mache auch welche, wo ich einfach raushängen kann. So, ich finde, die sehen einfach toll aus. Und ihr habt natürlich allein schon farblich, ich weiß es nicht, hunderte verschiedene Möglichkeiten. Und ihr könnt es natürlich gestalten, so bunt wie ihr wollt, mit Perlen und ohne Perlen. Eher klassisch, eher bunt, Pastellfarben, also es gibt hunderte Möglichkeiten einfach, wie gesagt. Ja, macht doch das Glöckchen an und lasst ein Abo da, dann seid ihr für nächste Woche gewappnet und wisst, wann ich wieder da bin. Mittlerweile lade ich auch ziemlich viel Shorts hoch, da sind nämlich auch immer ganz gute Tipps mit dabei. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle, kreative Woche und freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder hier sehen. Bis dann, ihr Lieben!